interessant, auch auf diesem Bild hier erkenne ich auch eine Staffelei, die dahin ist. Die existiert noch bei uns. Es gibt, das ist dann eine Form von Erinnerung, die ganz anders ist als einfach die erzählten Sachen. Wir haben tatsächlich Fotos und Objekte noch und das sehe ich, dieses Bild ständig. Und wenn ich diese Staffelei sehe, dann sehe ich auch das Bild. Diesen gigantischen Verfall liegt wie ein Riesenkreuz die lachende Pracht des modernen Rom. Der ferne St. Peter, dessen Kuppel ein Triumph über den Verfall wäre, wenn nicht über ihn sich der ewige Himmel wölbte. Alles hat seine Zeit. Dies Wunder wird seine Katastrophen haben und es nützt nichts, dass der Ruhm des Individuums überdauert. È arrivato a Roma in autunno 1901 e è rimasto qui per qualche mese. Ha preso una casa nella via dell'Archetto 20 e è strano che lui quasi non ha fatto disegni né pitture qui a Roma, ma ha guardato i musei, è andato in teatro, ha visitato concerti. E tutto questo lo sappiamo molto bene perché ha scritto moltissime lettere alla sua fidanzata e ai suoi genitori. Die Italienreise Klees dauerte mehrere Monate, führte zunächst nach Genua, von dort nach Rom, wo er sich einige Monate aufhielt, dann nach Neapel und auf der Rückkehr nach Florenz. Am meisten fasziniert hat ihn, wahrscheinlich mehr noch als Rom, hat ihn Neapel. Und dort war es ein Erlebnis, das man auch später noch in seinem Werk, in seinen Nachwirkungen verfolgen kann, nämlich der Besuch des Aquariums. Er hat dort die ganze Fischwelt des Mittelmeers kennengelernt, die Polypen und die Seesterne und beschreibt das in seinem Tagebuch, wie sehr ihn die Vielfalt der Natur, die ja später, insbesondere auch in der Bauhauszeit, einer seiner Leitgedanken werden wird, wie sehr ihn die damals begonnen hat zu beschäftigen. Gleichzeitig hat er auch bei diesen Fischen immer den satirischen Blick auf die Natur und schreibt
zum Beispiel die Polypen liegen hier im Schlamm, wie die Menschen im Vorurteil. Also er hat immer diesen satirischen Ansatz auch, wenn er die Natur beobachtet, aber er beobachtet sie gleichzeitig auch sehr ernsthaft. Und es gibt eben spätere Werke, in denen das wiederkehrt, die verschiedenen Formen, insbesondere der Unterwasserwelt. Pisce palume, piscatrice, scorfana cernia e alice, mucchiericciolo musdemmazzuna, stella luzza sturiun, merluzzo ruongole e murena, capodoglio orche valena, capiduna uglia renga, cifere cucce tracene tenga. Besonders ausdrucksvoll ansässige Biester wie Polypen, Seesterne, Muscheln. Dann schlangenartige Ungeheuer mit giftigen Augen, Riesenmaul und taschenartigem Kopf. Andere saßen bis über die Ohren im Sand, wie die Menschen im Vorurteil. Die gemeinen Polypen sehen aus wie Kunsthändler. Besonders einer äugte komprimierend vertraulich nach mir, als ob ich ein neuer Böcklin wäre. Und er ein zweiter Gurlit. Niente affare. Ein galertartiges, engelhaftes Tierchen, durchsichtig, seelisch, schwamm in fortwährender Bewegung auf dem Rücken, unausgesetzt ein feines Fähnchen drehend. Der Geist eines versunkenen Dampfers. Tagebücher von Klee, die hier in der Stiftung sind und die der Stiftung gehören, sind eigentlich ein Kunstwerk an sich, weil Klee hat Tagebücher geschrieben, hat aber diese Tagebücher dann nochmal redigiert und in eine Form gebracht, wie er sie auch ans Publikum bringen wollte. Also es gibt in diesem Tagebuch eine Stelle, die berühmt geworden ist, die sehr eng mit Klees Malerei zusammenhängt. Ich werde sie Ihnen lesen, Sie werden sicher auch gleich verstehen. Es ist diese Notiz an seinem Aufenthalt in Tunis, in Kairouan, in dem er die folgenden Sätze in sein Tagebuch schreibt, die ich Ihnen jetzt gerne lesen möchte. Das ist 1914, natürlich Donnerstag, den 16. April. Früh vor der Stadt gemalt, leicht zerstreutes Licht, mild und klar zugleich, kein Nebel. Dann drin gezeichnet. Ich lasse jetzt die Arbeit. Es dringt so tief und mild in mich hinein. Ich fühle das und werde so sicher ohne Fleiß. Die Farbe hat mich, ich brauche nicht nach ihr zu haschen. Sie hat mich für immer, ich weiß das. Das ist der glücklichen Stunde Sinn. Ich und die Farbe sind eins. Ich bin Maler. Die Tunis-Reise war eigentlich ein Abschluss, aber auch ein Beginn. Es sind in Tunesien selber im Frühling 1914, als sich Klee etwa zwei Wochen in Tunesien aufhielt, zusammen mit Auguste Macke und Louis Moyet, sind Aquarelle entstanden, zum Teil in großen Formaten. Und die hat Klee nach Hause genommen und hat dann zu Hause in München und in Bern an diesen Aquarellen weitergearbeitet. Und er hat sie zum großen Teil zerschnitten, hat aus großen Stücken hat er kleinere ausgeschnitten und sie, wie er das seit 1911 zu machen pflegte, aufgeklebt auf einen Karton und mit einem Titel und einer Nummer versehen. Die Stadt ist fabelhaft, am Meer gelegen, winklig und rechtwinklig und wieder winklig. Dann und wann von der Ringmauer ein Blick. In den Straßen sieht man mehr Weiblichkeit als in Tunis. Kleine Mädchen ganz unverschleiert, wie bei uns. Auch darf man hier Friedhöfe betreten. Einer liegt köstlich am Meer.
Auf ihm weiden ein paar Tiere, das ist gut. Ich versuche zu malen. Das Ried- und Buschwerk ist ein schöner Fleckrhythmus. In der Umgebung köstliche Gärten. Riesige Kakteen bilden Mauern. Ein Weg, ganz hohle Gasse in den Kakteen. Viel gemalt, geschlendert. Abends im Café, der blinde Sänger und sein tamburinschlagender Knabe. Ein Rhythmus für immer.